Was geht ab, Leute? Nerdelert Games und willkommen zurück zu Army of Two 3, The Devil's Cartel. Rücken wir vor. Wir müssen Cordovan finden. Wo immer der sich rumtreibt. Oh, shit. Tag Team. Scheiße, muss nachladen. Wird gemacht. Oh, das finde ich gut. Natürlich haut er ab. Brauch Hilfe. Los, weiter. Alter Schwede. Jetzt legen wir los. Ein Hoch auf den Nacken. Was für eine Scheiße. Was ist passiert? Einstein ist tot. Die Ion Castle sind hinter Cordova her. Na, hoffentlich. Alle anderen wollen sich, glaube ich, am Rathaus treffen. Wir auch. Kennst du den Weg? Ja, aber seid vorsichtig. Also los. Der Typ da hinten. Da ist noch einer am Auto. Okay, der ist platt. Wunderbar. Oh, Ingman. Schiebt einer von der Seite irgendwie. Nur ist gut. Da fällt auch noch vom Auto. Meine Güte, wie viele kommen denn noch? Ich frag mich immer noch, warum tragen die eigentlich alle kein T-Shirt? Ich meine, wenigstens ein bisschen taktisch vorgehen, so mit kugelsicheren Westen oder so, wäre doch sicher ganz nett. Ich nehm die Seite. Komm, mach den fertig. Okay. Oh, holy shit, ey, das sind wieder viele. Den kriege ich leider auch noch. Seid denn einfach rüber. Ja. Oh mein Gott, liegt die. Boah, war das knapp. Oh Mann, was für eine Kacke, oder? So was habe ich noch nie erlebt. Bist du bei der Sache, Soldat? Ja. Ja, ist schon okay. Hey, Bravo! Wird wohl doch nicht mit deinem Angelbötchen. Angelbötchen? Angelbötchen. Riesige Explosion. Ich finde die Smiley-Maske immer noch richtig, richtig geil. Guckt euch die doch einfach mal an. Immer happy einkillen. Komm mal auf die Scheiße. Na, die Totenkopfmaske geht eigentlich auch ab. Ich bin schon dabei. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Ja, genau da. Los, auf zum Rathaus. Naja, dann wollen wir mal loslegen. Es sind so arschviele wieder unten. Komm einfach mal so. Ach, das sind meine Verbündeten. Holy shit. Aber normal ist deine Mom mit dabei. Boah, nur Explosion! Overkill ist schon ziemlich nett. Wunderbar. Das ist eigentlich so ein Punkt, der mich an Army of Two so ein bisschen stört gerade. Und zwar, die Missionen, die sind sehr kurz. Man macht wirklich Abschnitt für Abschnitt für Abschnitt, aber dieser Abschnitt ist wirklich immer, na, nicht wirklich lang halt. Und man bekommt wirklich sehr schnell Kohle. Ist eigentlich relativ cool, da sieht man wirklich doch mal ein paar Masken. Denn wir wollen definitiv wieder zum Arsenal. Ich habe ja gesagt, ich will im Laufe des Spiels so viele Masken wie möglich freischalten. Aber ich bin schon gespannt. Irgendeine Totenkopfmaske. Aber die Smiley-Maske, die finde ich immer noch am geilsten. Boah, diese Dugga-Dugga-Musik ist so episch. Okay. Wir wollen den Agenten anpassen. Wir wollen die Masken anpassen. Ah, die individuelle. Die kann ich offline irgendwie erstellen. Okay, Spezialmasken. Diese Tattoo-Masken, die sind auch nicht schlecht. Oh ja. Gefällt mir auch irgendwie.
Ich bin ja im Level mehr oder weniger aufgestiegen. Gucken, was noch so kommt. Yes! Geil! Oh, die Masken gehen richtig ab. Ja! Die will ich haben! Die will ich haben! Oh mein Gott, die will ich haben! Die will ich haben! Sind noch geiler als die Smiley-Maske. Richtig böses Grinsen. Oh ja. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe erst gedacht, das ist ein Predator, aber das ist nur so eine Krake. Ne, die Maske geht richtig ab. Lächeln, aber ist Rang 25. Ja, das dauert noch ein bisschen. Naja, ich gebe mein Bestes. Hm, was kaufen wir denn in der Zwischenzeit? Lass ich die Smiley-Maske oder kaufe ich noch eine andere? Ah, die sagen mir im Moment alle nicht so zu. Oh, wow. Holy shit, ey. Ist sogar animiert. Da kann man sich ruhig schon mal ein bisschen länger umgucken. Ah, die Skull Candy Maske mag ich nicht so. Es sind sogar noch die Kopfhörer an der Seite. Ja, ja. Schleichwerbung hier wieder. Oh, eine Battlefield Maske haben wir hier auch. Cool. Ah, ist ja ein Spiel von EA. Ich bin auch ehrlich gesagt ein riesiger Battlefield-Fan. Aber ehrlich gesagt will ich die Overkiller-Maske mal sehen. Und dann noch die Battlefield-Maske. Wir switchen so nach jeder Mission mal. So, Kampfausrüstung. Ich will eher was Leichtes haben. Wir haben das Overkiller-Outfit, sehe ich gerade. Jupp. Richtig over the top. Wie kostet das denn? Ja, fuck it, komm, ist gekauft. Aber das Overkill-Outfit gekauft. Tattoos, wenn ich eins am Hals befestigen kann, okay, aber ansonsten... Ah, dadurch kann man auch noch gucken. Ja, nehmen wir mal sowas richtig Böses hier so. Kann man zwar nicht richtig sehen, aber hey. Ach, ist noch gesperrt. Oh Mist, wie kosten die denn? Ja, ist gekauft. So, Waffen nochmal gucken. Bin ja eher für Sturmsachen. Die gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Scharfschütze wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Man ist ja sowieso meistens immer in Deckung. Hell yeah. So richtig over the top overkill. Auf zur nächsten Mission. Cordova. Wenn wir den Typen nochmal finden... Ich denke ja. Ich denke, es wird dem nicht so gut gehen. Verdammter Scheiße! Klasse, jetzt haben wir auch noch einen Kameraden verloren. Verdammt! Er hat gerade das Auto gefahren. Dieses scheiß MG versperrt uns den Weg! Was sollen wir jetzt tun? Auf der rechten Seite ist ein Vorsprung. Wir klettern hoch und flankieren das Ding vom Dach aus. Sehe ich schon. Partner ist verwundet. Oh mein Gott, ich renne da auch noch volle Pulle rein. Ja, Sanitäter. Ja, der kommt hier rüber. Okay, das ist gut. Wird von der MG total niedergebratzt, die eigentlich 50 Kaliber drin hat, oder was? Na komm, trennt einem normalerweise Körperteile ab und der robbt dann noch rüber. Das echt so. Finde ich gut. Hier, springe hoch. Und hau mal rein. Jawohl! Schieß da voll drauf. Wenn du das hörst, und den Nachricht hier raus. Hat's erwischt. Wir sind ganz alleine. Verstanden, Alpha. PI und Castle suchen Cordova. Pike und Bradley sind direkt hinter ihnen. Also haben noch welche überlebt. Auf zum Rathaus. Dann ist ja gut. Mason kommt mit einem Evakuierungstruck. Yeah. Die Typen da hinten werden alle gegrillt. Durch meine Waffe. Stimme ich jetzt einfach mal so. Wo sind die, ey? Ja, der macht schon ordentlich Schaden, der MG. So muss das sein. Ich finde das schön, dass die KI auch wirklich mitarbeitet und ein bisschen aggressiver ist und nicht immer so passiv. Wie zum Beispiel in Call of Duty, wo man einfach der Superheld schlechthin ist. Und irgendwie alles alleine macht und die KI steht da nur in der Gegend rum und killt vielleicht ein, zwei Leute. Schon ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Ich denke, die Straße ist soweit frei. Bis hierhin vielleicht. Aufpassen, Wix. Ach, links.
Oh yeah. Oh shit. Das war keine kluge Idee, hier hochzukommen, aber... Okay. Ja, hallo. Überraschung, Headshot. Ich komme da raus, sehe nur einen Kopf. Überraschung. Ich finde das ehrlich gesagt richtig, richtig lustig, wie präzise es ist, wenn man wirklich ohne irgendwelche Zoom-Funktionen schießt. Ruh dich erstmal aus. Panzerfaust! Oh, hier schon wieder. Wo? Boah, gut, dass ich nicht vorgerannt bin. Da oben auf dem Dach. Oh, shit! Der meint's ernst. Panzerfaust erledigt! Los! Boah, gute Zeit. Erstmal Deckung suchen. Hallo! Also kurz zusammengezuckt. Holy shit, holy shit. Ich liebe das wieder so zu Cover slidet. Das ist richtig genial. Fucking Tag Team. Panda Kill Headshot. Nice, nice, nice. Nicht schon wieder von der Seite. Ich muss schon sagen, dass das Auto-Aim in dem Spiel richtig, richtig krass ist. Granate! Ja, genial. Ah, ich muss nochmal von neu aufrollen hier. So. Was? Modeo. Ne, Modo-Opfer, Modeo. Jetzt sind 50 Hutschüsse. Genau, es war Modeo. Ich habe ein neues Wort erfunden. Modeo-Schüsse. Komm her, kriegst noch so einen Modeschuss. Wird gemacht. Das ist eine Sau. Ne, Auto-Aim in dem Spiel ist schon richtig, richtig krass. Ich meine, wenn wir hier das Fahnenkreuz haben, habt ihr gesehen? Der zoomt direkt zum nächsten ran. Dann macht das Spiel pervers einfach, muss ich sagen. Okay, sei denn, die rennen hier so dämlich vorbei. Mach hin! Was ist denn mit dir? Ich glaube, der ist umgekippt beim letzten Schuss. Oder auch nicht. Polizia! Polizia! Und leider sind wir irgendwelche Söldner und keine Polizei. Ja, voll. Blinde Kuh! Das ist garantiert für die ganzen Blindschüsse, die ich bisher gemacht habe. Los jetzt! Ha. Die ganzen Masken machen das Spiel wirklich irgendwie um, weiß ich nicht, ganze 60% besser. Und dann haben wir wieder so einen kurzen Abschnitt erledigt. Hat seine Vorteile, wir kommen schneller an Geld. Aber ich hätte die Abschnitte wirklich ein bisschen länger. Naja, vielleicht kommt ja noch was. Fehlerloser Durchbruch. Okay. Ich denke, das Spiel erlaubt wirklich ziemlich viel Taktik im Moment. Okay, wir haben die Overkill-Ausrüstung gesehen. Aber wir haben bisher wieder nur 5000. Weiß nicht, ob ich sparen sollte, denn später kommen noch ziemlich coole Sachen. Wir gehen trotzdem zum Arsenal. Boah, ich krieg nie genug von der Musik. Okay, Agent anpassen. Spezialmasken. Puh, puh, puh. Oh ja. So schön in rosa. Fällt gar nicht auf. Oh, die ist auch nicht schlecht. Paul Booth. Kommt mir bekannt vor. Ich denke, das ist ein Tattoo-Artist. Würde Sinn machen, wenn da irgend steht. Ich meine, ich hab den Namen schon mal gehört. Dann nehmen wir mal die Battlefield-Maske, ne? Joa. Vielleicht kommt ja auch Battlefield 4 raus. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Will ich natürlich sofort das Let's Play starten. Multiplayer, Singleplayer. Wird der Hammer. Und natürlich auf dem PC. Das ist einfach Pflicht. Okay. Können wir noch machen? Ausrüstung vielleicht wechseln. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Wow. Man schaltet mir das frei mit Rang 5. Ist ja bald. Dann warte ich noch ein bisschen darauf. Tattoos sehen wir dann auch wirklich schön.